Top 10 Show mit dem oder unter dem Motto Auto. Wir zeigen Ihnen also alles, was Sie für Ihr Kfz benötigen. Und das sind wirklich richtig tolle Produkte mit dabei, natürlich alles zum TV-Sonderpreis. Und ich würde auch sagen, wir starten direkt. Hier ist Ihr Platz Nummer 10. Weitere Kosten mal sich ersparen. Sie kennen es bestimmt auch, man parkt irgendwo und dann kriegt man ein Knöllchen. Hiermit eben nicht mehr. Es ist eine elektronische Parkscheibe. Sie kennen das, man parkt irgendwo, wo eine Parkscheibe verlangt wird. Die muss man dann erstmal suchen. Dann, wie war das denn noch? Auf welche Zeit muss ich die jetzt einstellen? Dann muss man die in die Windschutzscheibe legen. Die Arbeit vergisst man manchmal. Oder man sieht gar nicht, dass so ein Schild da ist, wie es mir passiert ist, auf dem Supermarktparkplatz. Und dann kam ich zurück und hatte ein Knöllchen. Ich habe gar nicht gesehen, dass man da auch eine Parkscheibe reinlegen muss. Das ist eine elektronische Parkscheibe. Die kleben Sie ganz einfach unter Ihre Windschutzscheibe. Und dann stellt die sich automatisch auf die richtige Uhrzeit, wenn Sie eine Minute oder länger stehen bleiben. Also Sie brauchen sich dann um gar nichts mehr zu kümmern. Mein Knöllchen hat 35 Euro gekostet. Jetzt gibt es ja diese Straßenverkehrsordnung, Bußgeldkatalog und so weiter und so weiter. Im normalen Straßenverkehr geht es, glaube ich, hoch bis 25 oder 30 Euro. Aber ich war auf dem Supermarktparkplatz. Mhm. Die dürfen ja nehmen, was sie wollen. Von Privatanbietern meistens. Ja, ja. Ja, das habe ich auch schon oft gesehen, auch wenn wir beide mal frühstücken waren. Da sind auch schon bis 30 Euro haben wir jeder gekriegt. Obwohl, das gibt kein Schild. Ne? Ja, ja. Das Schild ist meistens schon da, aber meistens sehr klein. Also wir haben ihn nicht gesehen auf jeden Fall. Wir haben auch schon mal Knöllchen kassiert. Ja, man übersieht sowas einfach. Das kann man hier dann eben vermeiden, wenn man so eine elektronische Parkscheibe hat. Die ist zugelassen, das heißt auch Parkwächter erkennen das und sie kriegen kein Knöllchen. Das blaue P und so eine E1-Nummer ist da drauf. Und damit können Sie nie wieder vergessen, Ihre Parkscheibe rauszulegen. Und der Preis, den wir hier haben, ist billiger als das, ist preiswerter als das kleinste Knöllchen, würde ich mal sagen. Hast du auch schon mal so ein Knöllchen gekriegt? Oh ja, da war sogar, ich habe sogar ein Bild bekommen. Das war mit Kameraüberwachung, wann ich gekommen bin, wann ich weggefahren bin, ohne Parkscheibe. Und das habe ich dann gehabt. 40 Euro hat es gekostet. Ja, da kommt dann noch Bearbeitung. Das war beim Supermarkt, ja. Also mittlerweile ja fast alle Discounter-Supermärkte hier Parkzeit, 1,5 Stunden während des Einkaufs mit Parkscheibe. Ja. Und die privaten, glaube ich, die Unternehmen haben sich da ein bisschen Geschäftsmodell draus gemacht, oder? Ja, man ärgert sich halt. Ne? Hätte ich doch. Und mein Gott, ich habe sie doch hier im Handschuhfach, meine Parkscheibe. Aber man vergisst das ganz einfach. Ne? E-Autos haben noch mal ganz andere Sachen. Es gibt viele Städte, da dürfen E-Autos umsonst parken, brauchen nicht an der Parkuhr zu bezahlen. Aber sie müssen auch eine Parkscheibe dran haben. Für die ist es natürlich noch praktischer, weil man kann es nicht mehr vergessen. Die stellt sich ganz automatisch. Sie sehen, da zeigt im Moment nichts an, weil sie natürlich kürzer als eine Minute stillgehalten wurde. Aber wenn die eine Minute steht, ganz automatisch stellt sie sich auf die nächste volle halbe Stunde ein. Das ist das, was in Deutschland die Regel ist. Also wenn Sie um 5:30 irgendwo ankommen, müssen Sie die volle Stunde einstellen. Das erledigt die alles für Sie. Sie können oben auch noch die Uhrzeit sehen und kriegen das zum Jokerpreis. Ja, wir sehen bei Pearl.de knapp 24 Euro. Ihr Preis 14,99 Euro. Und Ingo hat es gesagt, günstiger als jedes Knöllchen. Ich glaube, 10 Euro Knöllchen gibt es gar nicht mehr. Dann darf ich das behaupten. Die Bestellnummer für unseren Platz Nummer 10 ist die ZX8596 und die 569. Sie sehen, wir haben hier in der Top 10 fürs Auto wirklich interessante und vielleicht auch für sicherheitsrelevante Gadgets. Beim nächsten Platz sprechen wir über interessierte Autofahrer. Und hier ist Ihr unser Platz Nummer 9. Einfach mal auf relevante Fahrzeugdaten schauen, ohne in die Werkstatt zu fahren. Das ist mit diesem Gerät möglich. Es ist ein sogenanntes OBD2-Gerät, das heißt Onboard Diagnostic. Das heißt, in Werkstätten und alle Autos, ich glaube seit 20 Jahren oder so, müssen diese Schnittstelle haben. Das ist so ein kleiner Stecker, der sieht ein bisschen aus wie so ein alter SCART-Stecker vom Fernseher. Den können Sie ganz einfach in Ihr Auto reinstecken. Wenn Sie kein ganz altes Auto haben, ist der da drin. Und dann können Sie auf diesem Gerät, was wir jetzt hier haben, für 35,14 Euro,
genau sehen, Informationen von Ihrem Auto, Fehlermeldungen. Ich meine, kann man da auch mit auslesen? Sie kennen das, wenn da so ein Motorsymbol bei Ihnen im Armaturenbrett aufleuchtet, weiß ja kein Mensch, was damit gemeint ist. Hier kann man das ganz einfach reinstecken. Das ist bei den meisten Autos im Fußraum. Bei mir ist dieser Stecker im Handschuhfach. Und dann hat man diese ganzen Informationen über sämtliche Messwerte beim Auto. Das wird bei Werkstätten inzwischen auch gemacht. Mhm. Die gehen nicht mehr in den Motor und gucken sich alles ganz genau an. Die stecken das erstmal rein und gucken, was ist denn überhaupt los? Bei mir war es mal so, da hat ein Lämpchen geleuchtet, was ich noch nie gesehen hatte. Und dann habe ich bei mir im Handbuch geguckt, was ich denn machen soll. Und da stand, fahren Sie an den Straßenrand und warten Sie auf Werkstatt oder Hilfe. Selbstzerstörungsmodus beginnt. Also es hat mir wirklich Sorgen gemacht. Ne? Ja. Hat mir klar, mein Gott, ich kann doch jetzt nicht hier an den Straßenrand fahren. Ja. Und bin dann in die nächste Werkstatt gefahren. Die haben dann auch so ein OBD2-Gerät genommen und haben ihm festgestellt, ich muss zur nächsten Inspektion. Aha. Also überhaupt nicht gefährlich. Aber sowas macht einem erstmal Sorgen. Und mit so einem Gerät kann man das eben ganz einfach auslesen. Es wird also klar und deutlich beschrieben, was da Sache ist. Alle Lämpchen, die bei Ihnen im Auto leuchten, da steht dann ganz genau, was steckt dahinter. Man kann auch fälschlich gemeldete Fehlercodes löschen, aber bitte nicht denken, dass wenn da jetzt ein kapitaler Fehler gemeldet wird, wenn Sie den löschen, wäre das Auto repariert, dann muss man schon in die Werkstatt. Aber man kann dann wenigstens mal abschätzen, was auf einen zukommt. Ein guter Freund von mir hat zum Beispiel in seinem Auto ein Chip-Tuning installiert, um ein bisschen mehr Motorleistung rauszubekommen. Und das hat er dann über OBD2 messen können, was er da mehr Leistung rausgeholt hat. Ja, Fahrgestellnummer, alles Mögliche kriegt man hier raus. Wenn man Autos auch kauft, oder? Oh, das ist ganz dann würde wichtig. Ich auch mitnehmen, ob es überhaupt auch das Auto ist, was einem da verkauft wird. Alleine da schon Kilometer und so. Ja gut, die kann man jetzt nicht mehr zurückdrehen, aber früher. Also ich würde trotzdem auf Nummer sicher gehen und das, wenn man einen Gebrauchtwagen kauft, dann vielleicht auch einfach mal kontrollieren. Ja, es hat wirklich viele, viele Vorteile. Viele Leute haben das bei sich im Auto schon, um eben diese kleine Fehlerdiagnose machen zu können, um vielleicht mal ein Lämpchen wieder zu justieren. Unser Kollege Carsten Ruland, der hatte eine Nummernschildbeleuchtung, wurde angezeigt, dass die nicht mehr geht. Sie ging aber. Als er in der Waschstraße war. Nachdem er in der Waschstraße war, man weiß ja nicht, was das jetzt bedeutet, wenn da so ein Lämpchen leuchtet. Ne? Hiermit kann man das genau sehen und bei da kann man dann eben mit dieser Nummernschildbeleuchtung, mein Gott, das zeigt er mir falsch an, dann kann ich das eben mal ausmachen. Aber Ralf, du hast absolut recht, wenn was Ernstes ist, dann sollte man das auch wirklich reparieren lassen. Und das ist hier für kleines Geld ein OBD2-Diagnosegerät. Ja. Also Auto Deutsch, Deutsch Auto, so verstehen Sie dann auch einfach mal Ihr Auto. Für wirklich kleines Geld, 35,14 €. Ihr OBD2-Diagnosegerät bestellen Sie gerne mit der ZX3086 und der 569. Würde ich vielleicht auch einfach immer so mit im Auto dabei haben, weil damit sind Sie dann eben schlauer und verstehen eben auch Ihr Auto. Oder eben auch beim Autokauf. Ja, das war der Platz Nummer 9. Wir machen direkt weiter. Hier ist Ihr Platz Nummer 8. Und jetzt haben wir eine Akkukompressor-Luftpumpe und das ist auch so, so wichtig, denn Ihre Räder, Ihre Reifen sind wirklich der einzigste Kontakt zur Straße. Ja, weißt du, wie oft man seinen Reifendruck kontrollieren soll? Also ich weiß, dass der ADAC das alle 14 Tage empfiehlt. Ja. Das habe ich jetzt aber auch noch nicht so eingehalten. Ich kenne niemanden, der alle 2 Wochen testet, klar. Du musst zur Tankstelle fahren, hast dann diesen Spiralschlauch meistens. Kostet auch mittlerweile was? Luft kostet Geld? Luft kostet Geld, muss man sich mal vorstellen. Hier, das können Sie selber machen, hier mit diesem Akkukompressorgerät hier. Und das nicht nur für Autos, auch für Fahrräder, für Motorräder, für Sportbälle. Adapter sind alle mit dabei. Den machen Sie ganz einfach an hier. Und dann können Sie hier ganz einfach den Druck einstellen. Wir haben jetzt hier verschiedene Profile, die wir vorher einstellen können. Jetzt haben wir hier mal Auto. Mhm. Ich habe mal von meinem Auto genommen. Ich soll 2,6 Bar drauf haben. Wo finde ich das? Wo kann ich das bei mir im Auto nachschauen? Also findest du es entweder in der Gebrauchsanweisung, also im Handbuch, aber bei fast allen Autos ist es im Türrahmen. Bei mir ist es im Tankdeckel. Im Tankdeckel sogar. Das ist praktisch. Dann weiß ich Bescheid. Muss ich mal kontrollieren. Naja, da steht dann auch die Barzahl. Mhm. Die kannst du hier einstellen, hier ganz einfach mit Plus und Minus. 2,4 oder so, ne?
2,4, ganz genau. Hier, sehen Sie das? Kann man ganz einfach einstellen. Dann nimmt man hier den entsprechenden Adapter drauf. Du hast das bei dir schon gemacht, Diana. Das ist so ein kleiner Schlauch. Das kommt alles in der Tasche sehr, 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 sehr kompakt angebracht. Und dann steckt man diesen Schlauch auf den Reifen und drückt jetzt hier Start. Der stellt sich dann automatisch aus, wenn dieser Reifendruck erreicht ist. Also Sie müssen nicht daneben stehen und sagen, oh, jetzt. Das macht er alles automatisch. Ich finde das so genial. Bis zu 10,3 Bar, also wirklich auch für ordentlichen Reifendruck kann man hier machen. Eine Powerbank ist es auch noch, klar, das ist akkubetrieben. Und dann haben wir hier vorne sogar noch so einen kleinen USB-Stecker dran, hier für 2000 mAh. Wenn man es braucht, ist es wirklich wichtig, dass man hier auch noch eine Powerbank-Funktion dabei hat. Aber ich finde es halt super praktisch mit den verschiedenen Profilen, die man hier einstellen kann. Für Auto, für Fahrrad, für Motorrad. Können Sie alles selber ganz einfach einstellen. Und das hat man ja nun wirklich mal einfach so in der Seitenablage, denke ich. Ja, oder du hast es wirklich beim Fahrradfahren dabei. Ich finde das nämlich auch ganz wichtig. Ja. Wenn man mit einer Handpumpe ein Fahrrad aufgepumpt hat, weiß, da kommt man so in Schwitzen. Und ich habe da immer das Gefühl, es geht keine Luft rein. Und ich hatte neulich meine Enkel zu Besuch. Da habe ich neue Spielbälle gekauft. Hast du die hier benutzt? Ne? Fußball, Beachvolleyball. Ja, und die kamen natürlich nicht aufgepumpt. Ja. Und dann musste ich da den richtigen Druck machen. Das ging mit dem wirklich in Sekunden schneller und so einfacher. Also ich kann es jedem nur empfehlen, natürlich auch zur Sicherheit einfach mal messen. Es muss ja nicht immer Luftdruck fehlen. Aber Sie kennen auch bei neuen Autos, seit 2016 ist das Pflicht, das Reifendruckkontrollsystem. Da hat man plötzlich eine Riesenmeldung im Display. Luftdruckverlust. Und dann kommt man schon in Schleudern. Das kann man am nächsten Parkplatz ganz einfach regulieren. Und das für gerade mal 28,49 Euro. Unser Akkukompressor, unsere Luftpumpe, hat die Bestellnummer ZX8613 und die 569. Ganz, ganz wichtig finde ich heutzutage, weil man eben nicht mehr an die Tankstelle fahren muss. Da vergisst man sowieso meistens, um den Reifendruck zu kontrollieren. Und Fahrräder liegen ja auch voll im Trend. Sie sehen, wir haben sehr, sehr viele nützliche Sachen in unserer Top 10 Auto. Und jetzt sprechen wir über wackelige oder außer Betrieb befindliche Batterien. Hier ist Ihr Platz Nummer 7. Und ich finde, gerade für Leute, die Saisonfahrzeuge haben oder Wohnmobile, ist das unerlässlich. Das sollte man unbedingt benutzen. Ja, es ist ein Solarbatterie-Ladegerät. Sie nutzen hier die Solarenergie, um Ihre Batterie in Schuss zu halten. Und du hast gesagt, gerade so Saisonfahrzeuge, die stehen meistens ein halbes Jahr rum, stehen irgendwo in einem Lagerort. Und wenn man die dann starten will, man endlich los will mit seinem Campingmobil, mit seinem Wohnmobil, mit seinem Motorrad, seinem Cabrio und denkt, jetzt ist der Sommer da und es tut sich überhaupt nichts. Kennst du das Geräusch? Weil die Batterie alle... Ja, du hast ja noch Glück, wenn es noch gluck macht. Ich habe auch schon erlebt, dass gar nichts mehr passiert. Kann aber auch, wie gesagt, bei ganz normalen Autos passieren, also die nicht Saisonfahrzeuge sind, wenn die Batterie ein bisschen schwach ist, bei Carsten. Oh ja. Der konnte fluchen, ne? Letzten Winter war nicht sein Winter, glaube ich. Nee, also im Winter natürlich auch, da werden Batterien besonders beansprucht. Hier kann man einfach die Spannung mal halten. Kinderleicht zu benutzen, wie gesagt, das legen Sie ganz einfach aufs Armaturenbrett. Hinten sind auch noch Saugnäpfe dran, man kann es also auch direkt an die Windschutzscheibe pappen. Und dann haben wir hier diese beiden Klammern. Die legen Sie in den Motorraum und direkt an Ihre Batterie ran. Oder wenn Sie ein Auto haben, wo der Strom aus dem 12-Volt-Anschluss nicht mit der Zündung geregelt ist, dann können Sie das sogar über einen 12-Volt-Anschluss machen. Super, super praktisch. Und eine Autobatterie muss gar nicht alt sein. Die kann 3-4 Jahre alt sein und dann gerade so bei Temperaturschwankungen schon mal ein bisschen Schwierigkeiten machen. Kann natürlich auch, vielleicht haben Sie irgendwo ein kleines elektrisches Gerät noch laufen, ob das jetzt die Handschuhfachbeleuchtung ist, was man gar nicht so mitkriegt. Autos sind ja voller Elektronik heutzutage. Naja. Da kann das schon mal passieren, dass so eine Batterie eben dann überbeansprucht wird. Mit so einem Solar-Ladegerät kann man die Batterie eben hier in Schwung halten. Ich finde das genial, vor allem zu dem Preis. Deutlich billiger als eine neue Batterie oder irgendjemanden kommen zu lassen, der einen dann anschiebt wieder. Ja, gerade auch für Saisonfahrzeuge, die vielleicht dann eben
mal vom Ostern bis Oktober einfach nicht gefahren werden und dann in den Wintermonaten oder auch andersherum. Also finde ich auch wirklich hier wieder perfekt, auch das zum kleinen TV-Sonderpreis 37,99 €. Und damit können Sie sich wirklich mal richtig Ärger ersparen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man da natürlich gerade irgendwo schnell hin muss und dann springt das Auto nicht mehr an. Also bestellen Sie direkt mit der ZX8259 und der 569. Und jetzt haben wir natürlich auch schon unseren nächsten Platz für Sie. Hier ist Ihr Platz Nummer 6. Und hinter Platz Nummer 6 verbirgt sich eine 5-in-1 Kombination. Eine 5-in-1 Pannenhilfe. Damit ist man vor den größten Schäden, also vor den größten Pannen, erstmal gewappnet. Sie sehen schon, das Einfachste hier, wenn die Batterie mal alle sein sollte, müssen Sie niemanden suchen, der sie wieder anschiebt. Sie haben hier diese beiden Batterieklemmen, die machen Sie ganz einfach an Plus und Minus bei Ihnen am Auto und dann können Sie wieder losfahren. Batterie ist somit das Ärgerlichste, weil man immer irgendwo hin will oder irgendwie wieder nach Hause möchte. Ja. Und wenn das Auto dann nicht startet und man muss erst einen Pannendienst anrufen oder irgendjemanden finden mit einem Überbrückungskabel, der dann so Front an Front auch noch passt, wenn man günstig geparkt hat. Das dauert alles lange und man will einfach nur nach Hause oder von irgendwo hin zur Arbeit schlimmstenfalls. Da kann man sich hiermit helfen. Was wir aber auch noch haben, ist hier hinten. Das finde ich so genial. Hier haben wir nämlich auch noch einen Kompressor drin. Hier ist ein kleiner Schlauch drin, mit dem Sie sogar platte Reifen wieder aufpumpen können. Und der ist richtig stark, dieser Kompressor hier. Ich mache mal ganz kurz an. Da kommt ordentlich Luft raus, bis zu 17 Bar. Also auch für jedes Auto eigentlich geeignet. Wie gesagt, mein Auto hat 2,5 Bar, was es braucht, um wieder zu starten. Aber hier können wir das auch noch super selber machen. Hier sieht man das mal, wie einfach das ist. Eben auch mal, um Reifendruck zu kontrollieren. Alle 2 Wochen sagt der ADAC, und das hat seinen Grund, gerade mit Temperaturunterschieden, wenn es kälter wird, zieht sich Luft zusammen, wenn es wärmer wird, dehnt sich Luft aus und das ist unser einziger Kontakt zur Straße. Und wenn zu wenig Luft ist, dann schlingert es, wenn zu viel Luft ist, haben wir weniger Kontakt zur Straße. Und auch deutlich mehr Spritverbrauch. Ne? Und deutlich mehr Sprit und der Reifen wetzt sich auch ganz anders ab. Ne? Und wisst ihr, was das Gefährlichste ist? Der Bremsweg verlängert sich. Das kann ganz fatal sein, also auf Reifendruck sollten wir achten. Ich habe das Gerät übrigens, seit wir es im Programm haben, bei mir im Auto. Mhm. Ich fahre so einen Youngtimer. Viele fragen mich immer, wie alt ist denn dein Auto? Ich lüfte das Geheimnis jetzt mal. Ich habe ein Auto, das ist Baujahr 98, also dein Baujahr. Ja. Und ich muss sagen, ich habe noch nicht oft gebraucht. 2-3 Mal für mich selber, für Luft. Einmal auch, weil die Batterie gestreikt hat in dem schlimmen Winter. Aber öfter habe ich es gebraucht, um anderen Leuten aus der Bredouille zu helfen. Ja, und die Zusatzoptionen, die wir noch haben, außer diesen 2 Hauptoptionen, sind ja auch phänomenal. Ich zeige Ihnen die anderen Optionen auch mal gleich. Wir haben hier noch einen USB-Port. Das heißt, ich kann hier meine Mobilgeräte dran betreiben oder laden. Mhm. Wir haben einen 12-Volt-Port. Natürlich auch toll, um mal eine Kühltasche oder irgendwas zu betreiben oder so einen Autostaubsauger. Es gibt ja viele Geräte, gerade im Kfz-Bereich, die diesen 12-Volt-Anschluss nutzen. Und, was ich auch extrem wichtig finde, wir haben hier einen sehr hellen Scheinwerfer. Oh, ja. Man sieht das einigermaßen. Ich kann sogar hier so ein Warnlicht anmachen. Ne? Gerade in Verbindung mit einem Warndreieck, das muss man rausstellen, ist das also steigert das nochmal die Effektivität. Wenn ich nochmal drauf drücke, geht es wieder aus. Das Ganze hier wiegt nicht mal 4 Kilogramm. Und Sie sehen die Form hier. Das ist also wirklich super klein. Du hast es bei dir hinterm Radkasten, glaube ich, ne? Ja, ich habe einen großen Kofferraum hinten und da steht es praktisch neben dem. Ich habe ja keinen richtigen Radkasten, aber einen großen Kofferraum. Da steht es gut und sicher. Und ich hoffe, dass ich es ja nie mehr brauche. Aber wenn ich es mal brauche, ist es da. Ja. Ich habe mir das wirklich bewusst gekauft, weil ich habe ein älteres Auto. Und da kann es halt mal zu mehreren Malheuren kommen. Und ich habe es bis jetzt nicht bereut. Ich meine, das sind investierte 73,14 €, die ich meiner Meinung nach gut investiert habe. Und Sie vielleicht auch, wenn Sie ein älteres Auto haben, einen neueren könnte es auch möglich sein. Aber auch es freut einen auch, wenn man dann mal dem Nachbarn helfen kann, der da steht morgens, es geht nicht mehr. Und dann ist man der freundliche Pannenhelfer. Übrigens, wenn da Pannenhilfe kommt, die kommen auch nicht mehr mit Überbrückungskabel, die kommen mit ganz ähnlichen Geräten. Und sollten Sie es machen wollen wie ich, was ich Ihnen empfehlen würde, dann notieren Sie bitte die Bestellnummer ZX3013
und die 569. Übrigens bis zur mittleren, bis zur oberen Mittelklasse, also mit 600 Ampere, ist das ausreichend. Ich, also bei mir war es problemlos möglich, mein Auto zu starten. Unser 5-in-1 Pannenhelfer, der wirklich bei mir schon wichtige Dienste vollrichtet hat, der ist auch bei Ihnen mit Sicherheit genau richtig. Und am Samstag vielleicht mal alle Familienautos den Reifendruck kontrollieren, ist mit Sicherheit kein Fehler, ja, weil wir haben es mehrfach gesagt, der einzige Kontakt zur Straße. Wir bleiben bei der Panne, und zwar bei der häufigsten Panne, und helfen jetzt aber mit einem Format, das auch ins Handschuhfach passt. Und deshalb sind wir jetzt bei Platz Nummer 5. Ja, laut ADAC sind 43% aller Pannen aufgrund der Elektrik, also Batterieprobleme. Und das heißt, 43% aller Pannen könnte ich damit fast beheben. Ja, es ist eine Powerbank. Ich zeige Ihnen die mal. Sieht auch aus wie eine Powerbank. Natürlich können Sie da auch Ihre Mobilgeräte dran laden oder betreiben. Hier ist das gute Stück. Dreh es mal um. Es sieht wirklich sehr, sehr kompakt aus. Und Sie glauben nicht, wie viel Power da drin ist. Da ist nämlich genug Power drin, um Ihr Auto wieder zu starten in so einem kleinen Format. Sie sehen das, es kommt hier in dieser Tasche. Das passt wirklich ins Handschuhfach oder in die Seitenablage. Wie Sie das benutzen? Ganz einfach. Das ist der Adapter dafür. Den stecken Sie, ich lege mal die Tasche hier beiseite. Das stecken Sie ganz einfach in hier diesen Adapter hier rein. Muss richtig rum, kann man gar nicht falsch rum machen. Hier sehen wir das mal. Sie holen das raus aus der Tasche, stecken dann diese Krokodilsklemmen ran und dann können Sie Ihr Auto damit wieder starten. Mit einer Powerbank. Das habe ich für unmöglich gehalten. Man denkt normalerweise, ja, Überbrückungskabel oder riesen Batterie, mit der ich das wieder anstarten kann. Aber hier geht das tatsächlich mit einer Powerbank. Und wir haben das alle schon erlebt. Wie gesagt, ein Auto muss gar nicht alt sein. Du hast es sogar in meiner Heimatstadt erlebt, Diana, ne? Ja, in Bremen. In Bremen. Um 7 Uhr morgens, so am Montag, das mir passiert, dass meine Batterie war leer. Und dann ich habe bis 8 Uhr gewartet, das Baumarkt macht auf. Und dann ich habe Krokodileklemmen, also diese Überbrückungskabel, ja, für 80 Euro habe ich gekauft. Danach ich habe noch Taxi angerufen, dass sie mir können auch mir helfen. Also das war wirklich so eine große Sache. Wenn ich würde so einen kleinen, kompakten Kissen in mein Auto haben, irgendwo im Koffer, dann natürlich, das wird alles schneller und günstiger auf jeden Fall. Also auch wenn du einen Pannendienst rufst, aber du bist ja meistens nicht der Einzige. Ja. Und die sind ruckzuck, die sind wirklich schnell und fleißig, das muss man dazu sagen. Aber da wartest du auch gerne mal 2-3 Stunden. Und sowas passiert da oftmals, wenn es stürmig, windig oder eiskalt ist. Ja. Und dann ist so eine Wartezeit ziemlich hart. Ja, mir ist es passiert. Ich bin nachts, habe ich mich an einen Autobahnparkplatz gelegt, war müde und habe mal so 20 Minuten geschlafen. Und als ich aufgewacht bin, ist mein Auto nicht mehr gestartet, weil ich mein Musik Handy gehört? Gleichzeitig geladen habe. Hast du Radio gelassen? Nee, ich habe mein Handy, mein Ladegerät. Ich hatte so ein schlechtes Ladegerät, habe ich einen 12-Volt-Anschluss und das hat natürlich die Batterie leer gemacht. Ja, dann stand ich da nachts um 2. Ich habe dann auch ein Taxi rufen müssen, das hat ein Schweinegeld gekostet. Mit sowas kann man sich hier ganz einfach selber helfen. Wenn Sie Kinder haben, geben Sie jedem von denen eins dieser Geräte. Das ist wirklich eine Sicherheitsoption. Sie wollen nicht, dass die da stundenlang irgendwo in der Gegend, im kalten Regen irgendwo sitzen. Hiermit kann man sich ganz einfach selber helfen. Ja, zum TV-Sonderpreis von nur 104,49 €. Jetzt hier die Powerbank mit Kfz-Starthilfe bestellen mit der ZX30, zweimal der 0 und natürlich der 569. Also auch mal eine super Geschenkidee für jemanden, der jetzt vielleicht auch Fahranfänger ist, oder generell denken Sie bitte an Ihre Kinder, an die Enkelkinder und natürlich auch an sich selber, weil damit können Sie sich da einfach selber helfen. Und gerade passiert sowas immer in den ungünstigsten Momenten, wenn es vielleicht eben dunkel ist, es ist kalt, man will einfach nur noch nach Hause. Deshalb ist das hier auf jeden Fall eine richtig, richtig clevere Sache, gerade auch für diesen Preis. Und ich finde es auch wahnsinnig kompakt. Also es passt wirklich einfach mal ins Handschuhfach und dann kann man sich helfen. Ja, jetzt haben wir Ihnen wirklich gute Lösungen gezeigt, um Ihr Auto wieder in den Gang zu kriegen. Jetzt haben wir einen unbestechlichen Zeugen. Hier ist Ihr Platz Nummer 4. Der unbestechliche
bestechliche Zeuge hier auf Platz Nummer 4, sogar in HD-Auflösung. Ja. Nimmt nämlich auf und das ist eine Dashcam und die ist wirklich beeindruckend. Ja, eine Dashcam ist, meiner Meinung nach sollte das wirklich in jedes einzelne Auto hier in Deutschland, weil man damit, wie du gesagt hast, einen unbestechlichen Zeugen dabei hat. Die wird einfach an ihre Windschutzscheibe gehängt, den stecken sie in einen 12-Volt-Anschluss und in dem Moment, wo sie die Zündung anschalten und losfahren, nimmt diese Kamera alles auf, was vor ihnen passiert. Und das in HD-Auflösung. Das ist unser, ja, kann man fast schon sagen, Startermodell vom Preis her, aber von der Leistung her schon sehr, sehr beeindruckend. Hier mit dieser unglaublichen Bildqualität in HD wird dann alles aufgenommen auf eine kleine Micro-SD-Karte, die stecken Sie hinten rein. Und damit haben Sie dann immer eine Aufnahme von dem, was vor Ihnen passiert ist. Ganz, ganz einfach, wenn die Karte voll ist, dann fängt er auch an, die ältesten Aufnahmen wieder zuerst zu löschen. Das heißt, wenn mal was passieren sollte, haben Sie es auf Video. Es ist ja oft so, wenn man einen Unfall hat, dann weiß man gar nicht, was ist denn da jetzt genau passiert? Habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich keinen Fehler gemacht? Wenn dann aus dem anderen Auto, das man vielleicht, mit dem man den Kontakt hatte, vielleicht da noch drei erwachsene Männer große Schränke ausstehen und sagen, oh, du hast Schuld, du hast Schuld, du hast Schuld, können Sie sagen, halt, ich habe ja alles auf Video, lass uns mal nachgucken. Das sind Originalaufnahmen von dieser Kamera. Und da sehen Sie schon, wie toll das alles dann eben festgehalten wird. Diese Aufnahmen sind in Deutschland übrigens als Beweismittel zugelassen und Sie sind dann immer auf der sicheren Seite. Ralf, du hast mal einen Wildunfall gehabt. Ja, ne? Damals gab es leider noch keine Dashcams und bei einem Wildunfall, das ist normalerweise von der Teilkaskoversicherung abgedeckt, vorausgesetzt, man kann nachweisen, dass es ein Wildunfall war. Ich konnte das damals nicht. Das Reh hat scheinbar überlebt, das ich erwischt habe. Okay. Es war auch nichts deutlich zu sehen, aber der Schaden waren damals 2.500 D-Mark, die ich dann hätte tragen müssen. Mit so einer Dashcam, ich sage nochmal, das war in den 90er Jahren, da gab es sie noch nicht, wäre das ganz klar gewesen, Filmmaterial der Versicherung zeigen und du hast den Schaden reguliert. Fuchsi. Ja, hier sehen wir mal ein paar Wildwechsel, da passiert Gott sei Dank nichts, aber auch von der Dashcam aufgefangen. Das ist ja auch Sachen, du kannst Sachen filmen, die du sonst einfach übersehen würdest oder so. Ich wünsche auch jedem, dass er einmal nur wunderbare Aufnahmen, vielleicht Nachthimmel oder ganz tolle Ausflugsziele filmt, aber wenn wirklich mal was passiert, ob Wildunfall oder mit Unfallgegner, dann hat man eben diesen unbestechlichen Zeugen, wie in Monika vorhin schon genannt hat. Also das war nicht in Deutschland. Da würde ich jetzt meine Hand dafür ins Feuer legen. Wow. Ja, wenn du mal guckst bei YouTube und Dashcam-Videos, da siehst du wirklich die... Ja, gucke ich auch gerne mal. Guckst du gerne? Ich rege mich einfach auch richtig gerne auf. Du regst und dich gerne. Guck ich das du bist einer von diesen... Bist du so eine schreiende und fluchende Autofahrerin? Ja. Ich weiß ja, ich habe neulich mal einen Spruch gelesen, jeder von uns ist der beste Autofahrer der Welt, alle anderen können es nicht. Bist du auch so einer? Ja. Oh, was denn? Aber ich find's einfach interessant und das ist unser Einstiegsmodell für 31,34 €. Kann das auch jeder mal ausprobieren. Ja, holen Sie sich noch eine SD-Karte dazu, dann sind Sie bestens ausgestattet hier. Die Kamera ist wirklich fantastisch, macht gute Aufnahmen und ist ein echtes Sicherheitsfeature. Zum Glück können Sie auch super Aufnahmen machen von Ferienaufnahmen, wenn Sie mal nach Italien gefahren sind, über den Brenner rüber noch. Das sind also wirklich tolle Straßen, da kann man ganz tolle Aufnahmen machen. So eine Dashcam gehört, meine ich, in jedes Auto. Und damit hat man dann eben alles aufgenommen und einen unbestechlichen Zeugen, wie du gesagt hast, Moni, einfach immer mit dabei, der automatisch anfängt aufzunehmen. Sie müssen gar keinen Start- und Stopp-Knopf drücken, in dem Moment, wo Sie den Zündschlüssel umdrehen. Ja, und es ist unser Platz Nummer 4 zu Recht und wir gehen einen Schritt weiter, dass wir irgendwann mal alle Autos mit Dashcams ausgerüstet haben. Die Bestellnummer für unsere Einstiegs-Dashcam übrigens mit Ultraweitwinkelobjektiv ist die NX4249. Und die 569, der Preis gerade mal 31,34 €. Wenn ich bedenke, ich glaube, jeder Anwalt, den du mal nur was fragen willst wegen irgendeinem Fall, verlangt schon mehr als dieses Geld. Also es rentiert sich. Und wenn sie nur schöne Aufnahmen der Landschaft machen, dann haben sie alles richtig gemacht. Ich persönlich wünsche ja keinem Menschen auf dieser Welt mal einen Autounfall. Aber täglich passieren Tausende. Und man denkt ja immer, einen selber erwischt es nicht. Aber irgendwann könnte das auch der Fall sein. So, und jetzt sind wir schon im Prinzip an der Spitze unserer Top 10. Wir kommen zu den Medaillenrängen. Wir bleiben beim gleichen Thema, aber jetzt in wirklich High-End-Qualität. Hier ist unser Platz Nummer 3.
Das ist die wohl derzeit hochwertigste, beste Dashcam bei uns im gesamten Programm. Ja, als wir die gekriegt haben, es war wirklich beeindruckend, was diese Dashcam alles kann. Erstmal von der Auflösung. Wir haben jetzt, also eben hatten wir HD, jetzt haben wir 4K UHD. Wow. Das heißt, wir haben noch mal eine bessere Auflösung. Da kann man noch mehr Details auf den Aufnahmen sehen. HD ist schon gut für Nummernschilder, aber mit der Aufnahmequalität können Sie sogar, ja, wir sagen immer, die Haare an einer Fliege auf Ihrer Windschutzscheibe zählen. So genau geht das. 4K UHD ist das Format, mit dem wir hier unsere Sendungen aufzeichnen. Vielleicht haben Sie einen 4K UHD-Fernseher. Sie wissen, was das für ein Qualitätsunterschied ist. Vom Prinzip her genau das Gleiche. Die heften Sie ganz einfach an Ihre Windschutzscheibe, verbinden das hier mit einem Kabel mit Ihrem 12-Volt-Anschluss oder USB. Die hat beide Möglichkeiten. Und in dem Moment, wo Sie Ihren Zündschlüssel umdrehen, fängt diese Kamera an aufzunehmen in allerbester Qualität. Das ist ein Kontrollmonitor, aber wenn Sie das dann die Karte nehmen und die bei sich am Computer oder sonst irgendwo nah angucken wollen, dann werden Sie sehen, die Qualität ist wirklich beeindruckend. Die haben wir heute, ich glaube, zum ersten Mal unter 100 Euro, und zwar deutlich unter 100 Euro. Und das hier sind Originalaufnahmen von dieser Kamera. Schauen Sie mal die Details an, die Grashalme. Kann man hier alle einzeln zählen, kann man fast schon sagen. Das ist natürlich wichtig, gerade wenn mal irgendwas passieren sollte, dass man wirklich jedes Detail aufgenommen hat. Und das Ganze eben hier auch wieder so einfach zu installieren. Sie sehen, das Kabel kann man ganz einfach unter die Sonnenblende legen. Dann fällt das auch nicht mehr auf. Und dann haben Sie diese Aufnahmen. Was diese Kamera zusätzlich noch hat, ist ein GPS-Modul. Das bedeutet, mit dieser Kamera können Sie nicht nur die Bilder aufnehmen, es wird auch aufgenommen, wo Sie da gerade sind, wo Sie da waren. Schauen Sie mal, das ist die Software, die mitkommt. Und da sehe ich dann im rechten Bereich, sehe ich, wo ich gefahren bin, wo ich da gerade lang fahre. Und unten rechts sehen wir sogar noch einen Tachometer und können genau sehen, wie schnell wir gefahren sind. Ihr Tacho hat eine gewisse Toleranz. Sie wissen das, wenn Sie mal geblitzt worden sind. Ihr Tacho zeigte 60. Sie denken, oh Gott, jetzt bin ich meinen Führerschein los. Die Polizei berechnet Ihnen 54, weil da eben dieser Toleranzbereich ist und Ihr Tacho auch nicht so genau geht. GPS geht 100% richtig. Mhm. Wenn Sie mal in eine Unfallsituation kommen und Sie haben keine Schulden, der andere sagt, ja, der ist ja 70 gefahren und da darf man nur 50 fahren, können Sie sagen, nein. Ich bin genau an dieser Stelle um diese Uhrzeit 48 Stundenkilometer gefahren. Also nochmal ein riesen Sprung nach vorne mit dieser Dashcam. Und das ist einfach hier auch wieder jeden Cent wert. Das ist unser Spitzenmodell bei den Dashcams. Natürlich auch Urlaubsaufnahmen in allerbester Qualität. Ich weiß nicht, ob wir da auch gleich noch ein paar Szenen zeigen, weil die so tolle Aufnahmen macht, diese Kamera. 4K UHD hat auch noch einen Schreibschutz drin. Sehen wir mal. Ne? Wow. Ist das nicht herrlich? Ich glaube, das ist der Highway One. Diese Strecke, ich fahre. Ja, ja, alles Pickup-Trucks. Und da hinten ist der Tesla Kieskuhle. Nee, ich glaube tatsächlich, das ist... Das ist Hawaii. Ist es Hawaii? Ja. Ich weiß, ich kenne es aus Kalifornien, da sieht es so ähnlich aus. Also es ist einfach beeindruckend. Wow. Schauen Sie sich mal den Himmel an und die Farben. Das können Sie alles haben, es wird ganz automatisch aufgenommen. Das ist wirklich beeindruckend. Kommt aber auf die Region drauf an. Also ne, Sie nehmen dann so Ihre Umgebung halt auf. Aber das kann natürlich auch schon schön sein, gerade im Urlaub. Ja. Hast du vollkommen recht. Und auch gerade bei einem Unfall, das geht ja meistens immer so schnell, dass man sich da irgendwie gar nicht die Farbe, das Nummernschild merken kann. Vielleicht steigen aus dem anderen Auto auch drei Leute aus und sie sitzen ganz alleine in ihrem Auto. Und dann ja, es ist immer ein bisschen schwierig, da die Beweislage herauszufinden. Aber hier mit diesem unbestechlichen Zeugen kann dann eben nichts mehr passieren. Alleine auf dem Supermarktparkplatz passiert auch immer so viel, allein wenn man in die Stadt fährt. Ich würde sogar sagen, wirklich jeden Tag passiert irgendwas. Deshalb seien Sie einfach clever. Jeden Tag steht ein Dummer auf. Ne? Und ich habe erst heute wieder einen Aufruf der Polizei gelesen, die Autofahrer mit Dashcams gesucht haben, die auf der Autobahn einen schweren Unfall vielleicht zufällig mitgefilmt haben, um sich ein Bild zu machen, wie das passiert ist. Und das mit den unterschiedlichen Zeugenaussagen, das muss ja nicht immer böser Wille sein, weil jeder sieht das ja aus einer anderen Perspektive.
Perspektive und dementsprechend hat man wirklich komplett unterschiedliche Zeugenaussagen. Man selber weiß ja eigentlich nicht mehr, was passiert ist. Wer einen Unfall hatte, wird das wissen, weil das so schnell passiert, dass du gar nicht mehr, was war jetzt? Ja? Ja. Die Kamera nimmt es auf, die ist auch nicht verwirrt und auch nicht schockiert, sondern sie macht das sicher und zuverlässig. Ja, und gerade eben auch vielleicht mal bei einem Wildunfall haben sie dann hier auch den Zeugen. Also das ist wirklich richtig clever, jetzt für 94,99 € hier zu bestellen. In 4K UHD-Aufnahme nimmt hier ihre Dashcam alles auf. Und natürlich auch noch hier mit diesem G-Sensor, also auch Standortgenauigkeit und dann eben auch Geschwindigkeit. Also kann ich ihr wirklich nur ans Herz legen, die Bestellnummer, die ZX3310. Und natürlich die 569. Ja, und es gibt noch einen richtig schwierigen Bereich beim Autofahren, nämlich der Bereich rückwärts. Also wenn man rückwärts fahren möchte, da haben wir jetzt noch was für Sie. Hier ist Ihr Platz Nummer 2. Ja, rückwärts fahren ist das Schwierigste überhaupt, hat schon mein Fahrlehrer gesagt. Es gibt nämlich Bereiche, die kann man nicht sehen. Wir haben hier eine Kamera, die geht in diese Bereiche rein. Wir haben hier mal ein Auto hingestellt. Man kann prima hier aus den Fenstern überall rausgucken, aber das, was hier unterm Nummernschild ist, unter der Heckscheibe, kann man unmöglich sehen. Und jeder, der keine Rückfahrkamera hat, dem ist das schon mal passiert. Dir ist es auch schon passiert, Ralf. Ich bin auch mal gegen so einen Poller gefahren. Das ist dann gleich immer so ein Schaden, der ein paar tausend Euro kostet. Schauen Sie sich das mal an, was wir hier haben. Wir haben einen Nummernschildhalter mit eingebauter Kamera. Ich gebe dir den mal, Diana. Da in der Mitte ist eine kleine Kamera drin und die überträgt jetzt drahtlos, also ohne Eingriff in die Autoelektrik, das Signal dieser Kamera nach vorne zu Ihnen in den Fahrbereich. Und dann können Sie nämlich sehen, was hinter Ihrem Auto ist und können das dann eben dementsprechend vermeiden, gegen so Poller zu fahren. Ich will gar nicht davon reden, wenn da Haustiere oder kleine Kinder sind, die man nicht sieht. Aber das vermeidet so viele Schäden. Ist ein Sicherheitsfeature, was Sie ganz einfach nachrüsten können, weil es keine bauliche Veränderung ist. Hier sehen wir mal den Monitor mit dem Bild. Der bleibt jetzt einen Moment an und der wird ganz einfach hier in Ihren Zigarettenanzünder reingesteckt. Den Strom, den die Kamera braucht, holt sie sich übrigens über Solarpanel, die mit in dem Nummernschildhalter schon drin sind. Und dann kann man hier eben, Sie sehen auch diese ich sage immer Landestreifen, kann man das alles auch sehen und wie weit das noch weg ist. Damit ist man wirklich sicher unterwegs. Ja, die Qualität der Kamera ist enorm. Und ich glaube, wer einmal ein Auto gefahren hat mit Rückfahrkamera, will gar nicht mehr anders. Und jeder, der schon mal so ein kleines Malheur hatte, ja, mit so einer beim Rückwärtsfahren, der weiß, wenn man beim Rückwärtsfahren mal ein Geräusch hört, dann ist man sowas von am Fluchen. Und jeder Schaden, der da passiert, wie kleiner Reus, ist teurer als diese nachrüstbare Kamera. Und deshalb finde ich die so wichtig. Übrigens, der Monitor, Ingo hat es gerade gesagt, ist nicht die ganze Zeit an, sondern der geht natürlich nach einer Minute wieder aus. Ja. Man muss sich nur einen Handgriff für die Zukunft merken, wenn man Rückwärtsgang reinmacht, Knöpfchen drücken und dann ist der Monitor an. Ja, das soll uns ja nicht vom Fahren ablenken hier. Hier sehen Sie mal den 12-Volt-Anschluss. Wir haben es jetzt hier in so eine Powerbank reingesteckt. Wenn der Monitor mal ausgeht, ist er noch an, dann muss ich hier einfach nur diesen Knopf drücken. Hier in dem 12-Volt-Anschluss ist übrigens sogar noch ein USB-Steckplatz drin. Das heißt, da können Sie noch mal Ihre Mobilgeräte laden. Aber hier bei diesem Auto, diesen Bereich, den kann man nicht sehen. Ich bin gegen so einen Parkpoller gefahren, der war ungefähr so groß. Oh. Ich bin nicht gegen Dianas Auge gefahren, sondern gegen so einen Parkpoller. Das ist und ja so ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Du hast so eine Rückfahrkamera eingebaut schon bei Gott dir. Gott sei Dank, mir ist auch noch nie was passiert. Du hattest aber schon immer eine Rückfahrkamera, ne? Das ist normalerweise so ein Feature, was sage ich mal, obere Mittelklasse-Autos, bei denen kann man sich das dazu bestellen oder es ist schon fest eingebaut. Man kann das nachrüsten lassen, aber das ist meistens dann Eingriff in die Autoelektrik. Es ist super teuer. Ja. Das hier, wirklich nur Nummernschild abbauen, den Nummernschildhalter wechseln, das wieder anbauen, das war es eigentlich auch schon. Ja. Wir müssen das dann nur noch in den 12-Volt-Anschluss stecken. Jetzt ist ausgegangen, zeige ich Ihnen mal, ich muss wirklich nur hier drauf drücken,
dann geht der Monitor wieder an und wir haben wieder ein fantastisches Bild. Ja, mehr Sicherheit beim Rückwärtsfahren. Das ist für viele ganz, ganz wichtig. Ich kenne auch einige, vornehmlich Frauen, bitte, das ist kein Klischee, ich habe es selber erlebt, die wirklich panische Angst vorm Rückwärtsfahren haben oder auch vorm Rückwärtseinparken. Auch Rückwärtseinparken wird einfacher noch mit dieser Einparkhilfe. Und was ich auch noch wichtig finde, links und rechts sehen wir auch nichts. Aber da sind noch Abstandswarner ebenfalls integriert. Also da wird man auch hingewiesen, wenn man irgendwo links und rechts noch zu nah an eine Mauer oder was anderes kommt. Also es ist einfach nach menschlichem Ermessen sicher, dann rückwärts zu fahren, wenn man so eine Rückfahrkamera hat. Moderne Fahrzeuge haben das, aber ich glaube nicht, dass sie nur wegen der Rückfahrkamera-Option ein neues Auto kaufen möchten und deshalb rüsten sie nach. Und wenn sie dann mal ein anderes Auto kaufen, das auch keine Rückfahrkamera hat, das ist genauso schnell wieder am neuen Auto montiert. Man kann es wirklich in jedes Auto einbauen, was einen 12-Volt-Anschluss hat. Sie müssen wirklich nur, also in die älteste Möhre. Es ist wirklich ein tolles Sicherheitsfeature. Diana, du hast auch so eine Rückfahrkamera bei dir, ne? Klar. Und seitdem, ich habe auch gar kein Problem. Früher hatte mein erstes Auto hier in Deutschland ohne Kamera, ohne alles. Ja. Und ich muss dir sagen, jeden zweiten Monat sollte was reparieren. Sie hatte einen roten Golf als erstes Auto in Deutschland. Oh. Das sah nach wenigen Monaten aus wie ein Boxauto. Das kann passieren, aber nicht, wenn Sie eine Rückfahrkamera haben mit HD-Auflösung, mit Weitwinkelobjektiv, das ist ja auch ganz wichtig, und bis zu 2,20 Meter, also das ist wirklich genügend Sicherheitsabstand, um Hindernisse eben zu erkennen. Die Bestellnummer für diese Rückfahrkamera, die ohne in die Autoelektrik einzugreifen anzubauen ist und auch wieder zu entfernen ist, ist die ZX8364 und die 569, Ihr TV-Sonderpreis 189,99 €. Und wiederhole das gerne nochmal. Jeder Schaden, der beim Rückwärtsfahren entsteht, ist teurer als das Nachrüsten dieser Kamera. Da lege ich mich einfach fest. Jetzt ist es schon soweit. Wir sind schon beim Spitzenreiter. Und jetzt holen wir einen Hauch von Luxus in jedes Auto. Hier ist Ihr und unser Platz Nummer 1. So, und einmal vorgestellt, da war es sofort ausverkauft, aber jetzt ist es wieder lieferbar und es ist, ich habe es, glaube ich, richtig gesagt, ein Hauch für einen Luxus für jedes Auto. Es ist nicht nur ein Hauch von Luxus, es ist Luxus. Du hast das mal so schön erzählt, Ralf. Du bist mal bei Moni ins Auto eingestiegen und warst baff. Ja, also man muss sagen, Monika und ich, wir fahren denselben Hersteller. Ein paar Jahre auseinander, so ziemlich 25 Jahre. Und bei Monika ist so ein Riesenmonitor. Die macht das an und da macht und guckt und siehst alles. Und ich denke, boah, was ist das? Ja? Ich will das auch haben, aber ein neues Auto kaufen wegen sowas. Muss ich nicht unbedingt. Es geht auch nachzurüsten und das ist phänomenal. Es ist wirklich phänomenal. Das ist ein Zusatzmonitor, den Sie ganz einfach bei sich aufs Armaturenbrett stellen können. Sie kriegen doppelseitiges Klebeband dazu und dann haben Sie hier diese wunderbare Bedienoberfläche. Es ist wirklich fantastisch. Ich bin auch immer neidisch gewesen bei Leuten, die ihr Handy einfach mit ihrem Autoradio verbunden haben und dann ihr Handy darüber steuern konnten. Da kann man dann ganz einfach mal Musik hören. Man kann die Navigation vom Handy benutzen. All diese Sachen, ohne dass man das Handy in die Hand nimmt. Das ist das Wichtige hier. Ohne das Handy in die Hand zu nehmen, kann man jetzt hier tatsächlich mal sein Handy steuern, mehr oder weniger. Und dann eben auch diese ganzen Optionen. Wir lieben es ja bei uns, mit dem Handy die Musik zu hören, Hörbücher zu hören, Radio zu hören, zu navigieren, ganz einfach mit dieser einfachen Oberfläche dann eben zu benutzen. Wir haben außerdem noch, und das bitte ich auch noch mal hier ganz besonders mit zu berücksichtigen, eine Dashcam drin, die auch wieder in 4K UHD aufnimmt. Dieses Gerät ist ein Tausendsasser. Es ist eine Dashcam und, wie gesagt, diese fantastische Bedienoberfläche für Ihr Handy. Hier sehen wir zweigeteilt, einerseits die Navigation, andererseits die Dashcam, aber wir können das natürlich auch nur die Dashcam oder nur die Navigation oder nur jede App, die das zulässt, hier auf Ihrem Handy, hier drauf, ja, mehr als spiegeln. Es ist auch eine ganz andere Bedienoberfläche. Ja, und man muss auch den Preis nochmal sehen. Also wir haben eine 2K Dashcam, eine 4K, die hat 100 € gekostet. Also die liegt im ähnlichen Preisbereich. Ja. Und jetzt haben wir die ganzen Zusatzoptionen im Prinzip als Bonus obendrauf, oder? Ja, ich zeige mal eben die Dashcam. Ich muss das mal ein bisschen hier über Kopf machen. Hier ist die Kamera. Schauen Sie mal.
Das ist das Bild, was Sie jetzt hier immer aufgenommen bekommen. Auch da müssen Sie nur ganz, ganz einfach, nur eine SD-Karte reinlegen und dann wird das hier alles perfekt aufgenommen. Klar, das hier zeigt ja nach vorne und dann haben Sie eben diesen unbestechlichen Zeugen dabei. Was ich eben auch toll finde, ist diese Bedienoberfläche, die wir hier haben. Schauen Sie mal, das ist mein Handy. Mit dem Handy kann ich jetzt also während der Fahrt, auch wenn ich eine Handyhalterung habe, ist es sehr, sehr schwierig, hier alles genau zu sehen, alles genau zu lesen. Das ist auch gefährlich. Ne? Weil unverboten. Man damit, unverboten. Man darf sein Handy nicht in der Hand halten. Eine Handyhalterung kann man benutzen, aber wenn ich jetzt hier Musik hören will oder sowas, das ist schon recht schwierig, hier dann alles zu machen. Wenn ich das jetzt bei mir auf dieser Oberfläche mache, Sie sehen, das sieht wirklich genau so aus, hat die gleichen Symbole. Jetzt kann ich hier auf Musik gehen und dann ganz einfach meine Musik hören. Auch die Titel unterschiedlich wählen, wie ich möchte. Ich mache das mal wieder aus. Kann ich alles hier ganz bequem eben über meinen Bildschirm hier machen. Und das ist genau das, was du bei dir im Handy, im Auto eingebaut hast. Ne? Ja, richtig. Ich kann das auch alles bedienen, einfach auch mit der Stimme. Kannst auch mit der Stimme bedienen? Mhm. Ist das nicht praktisch? Ja, natürlich, weil ich möchte auch gerne mal, ich fahre so lange, da möchte ich vielleicht auch gerne mal mit meiner Mama telefonieren. Ich rufe auch manchmal Diana einfach an und frage so, wie es ihr geht. Ja. Ich höre gerne auch mal meinen Podcast oder Musik, das finde ich einfach richtig klasse. Und auch mein Navi habe ich da drüber. Ja. Du hast ein Autoradio, wo man was gar nichts hat eigentlich. Ne? Ja, ich habe ein entsprechend altes zu meinem Auto noch Autoradio. Das kannst du jetzt ganz einfach für kleines Geld nachrüsten. Jetzt werden unsere Zuschauer fragen, wie verbinde ich jetzt das Ding mit meinem alten Autoradio? Also, das ist drahtlos verbunden. Das haben Sie hier gesehen. Die verbinden sich über WLAN, Bluetooth, wie Sie wollen. Das wird mit Ihrem Autoradio verbunden, ganz einfach mit einem FM-Transmitter. Das heißt, mit dem ältesten Autoradio, das muss nicht mal Bluetooth haben, können Sie das ganz einfach verbinden. FM-Transmitter bedeutet, das ist im Prinzip eine eigene kleine Radiostation. Da wählen Sie eine Frequenz in Ihrem Autoradio, wo nur Rauschen kommt. Meinetwegen 100,9 oder so, müssen Sie, klingt von der Gegend ab. Und dann wird der Ton hier wirklich einfach so über UKW übertragen. Ich finde das so genial, so luxuriös und das geht auch wieder. Genauso wie unsere Rückfahrkamera mit der ältesten Möhre. Wie ich und wir haben jetzt gerade ein iPhone gesehen, das geht aber auch mit Android. Mit Android, mit iPhone, also wirklich ganz fantastisch. Ja, richtig fantastisch, vor allem der Preis, weil Sie ja eben hier auch noch eine Dashcam mit dabei haben, was ich bei meinem nicht habe, deshalb finde ich das hier wirklich beeindruckend. Und man kann jetzt ganz einfach hier so ein Display nachrüsten, dann braucht man sich kein neues Auto zu kaufen, was ja weitaus teurer ist. Hier ist das wirklich richtig clever gemacht, dann kann man hier einfach mal auch die Musik weiter tippen. Einen Anruf entgegennehmen, Navi, also nicht sich navigieren lassen und so weiter und so fort. Hervorragend mit der Bestellnummer zu bestellen, ZX8670 unter 569. Wir haben das Ganze aber jetzt nochmal für ein paar Euro mehr mit einer Rückfahrkamera und da würde ich Ihnen auf jeden Fall gleich zu raten. Sie sehen es hier, 132,99 €, knapp hier 9 Euro mehr. Also das finde ich ja wirklich hervorragend. Das ist irre, ne? Eine Kamera mit einem ganz langen Kabel, das wird hier dann ganz einfach reingesteckt. Muss man hier den richtigen Anschluss, das ist über Kopf immer ein bisschen schwierig zu sehen. Hier stecke ich es mal rein. Jetzt sehen wir hier im Display, dass die Kamera erkannt wurde. Jetzt gehe ich mal auf die Kamera. Das hier ist die Dashcam. Und Ralf, du hältst jetzt mal die Rückfahrkamera. Ich muss hier ganz einfach nur auf dieses Symbol drücken. Jetzt sehe ich die Rückfahrkamera. Ja. Das heißt, jetzt habe ich wieder diese unglaubliche Hilfe, Sicherheit, Option, dass ich genau sehe in diesem Bereich also hinterm Auto, den ich sonst nicht sehen könnte. Für 9 Euro mehr würde ich das auf jeden Fall gleich mitbestellen. Da sehen wir die Kamera, die ist normalerweise natürlich fest installiert an Ihrem Auto. Und jetzt haben wir sogar beide Kameras, Dashcam, also Frontkamera und die Rückfahrkamera. Das ist genial und auch das ist in Zukunft nur noch ein Tastendruck bzw. ein Touch auf dem Touch-Display. Und dann hast du eben auch wieder die Sicht nach hinten. Für 9 Euro mehr bestellen Sie es einfach mit. Ja, und Sie sehen die Qualität hier. Ein riesengroßer Monitor. Ich halte nochmal das Handy daneben. Das ist so eine Standardgröße vom Handy. Das ist kein Unterschied. Das ist also wirklich klassen besser hier, sowas zu haben. Alles Touchscreen, alles einfachst zu bedienen. Sie können jetzt Ihr altes Auto, können Sie tatsächlich ins 21. Jahrhundert bringen mit diesem, bei Apple heißt es CarPlay, glaube ich. Bei Android heißt es Android Auto plus Dashcam
plus Rückfahrkamera ein absoluter Hit bei uns jetzt aus dem neuesten Katalog. Also der Monitor ist schon der Wahnsinn, das muss ich sagen. Jetzt ja. Mit der Rückfahrkamera für 9 Euro mehr, 132,99 Euro natürlich nochmal eine Aufwertung Ihres Autos. Die Bestellnummer hier ist die ZX 8793 und natürlich die 569. Bitte bei all Ihren Bestellungen die 569 am Ende nicht vergessen, weil nur mit dieser Kennung bekommen Sie jetzt auch den TV-Sonderpreis. Jetzt haben wir Ihnen die Top 10 der Auto-Gadgets gezeigt, von der elektronischen Parkscheibe, die auch heute wieder sehr stark nachgefragt ist, angefangen über verschiedene Dashcams bis hin zu unserer Top-Dashcam mit diesem Luxusmonitor, der vielleicht auch in Ihrem Auto sein soll. Ich hoffe, Sie haben das Passende für sich gefunden. Dann gehen Sie spätestens jetzt ran ans Telefon und wir vier wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt.